weil es nicht viele Stellen gibt, aber die Bibel jetzt halt durchaus auch als Sex-Positiv-Buch verstanden werden kann. Ja, das, ich habe die Bibel nicht gelesen. Und in dem Namen von Jesus, der halt Sexarbeit nicht tabuisiert, sondern sagt, das ist ein Teil von diesem Leben, würde ich dir gerne zum Abschluss Gottes Segen zusprechen, wenn das für dich in Ordnung ist. Moin, ich bin Max und ich habe mich letzte Woche mit André getroffen. André ist Sexarbeiter und wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, dann macht hier Pause. Hier oben ist der Link, da könnt ihr das ganze Video sehen. Wenn nicht, gibt es hier noch mal ein paar Highlights. Da zieht man zum Beispiel auch einfach mal da durch. Was an Genitalien festmacht und das langsam aber sicher nach oben ziehen. Ja. Beim Interview mit André sind wir tatsächlich auch auf religiöse Themen zu sprechen gekommen, unter anderem auf Maria Magdalena. Maria Magdalena. Die ja die erste ist, die er gesehen hat, also wenn er auferstanden ist, dann fragt man sich doch, warum. Und zu Maria Magdalena gibt es jetzt nun zwei unterschiedliche Thesen. Entweder war sie die Ehefrau von Jesus oder sie war eine Sexarbeiterin. Und ganz ehrlich, viel weiter auseinander können zwei Thesen zur selben biblischen Figur ja gar nicht liegen. Also Sexarbeiterin oder Ehefrau von Jesus. Und dass Jesus eine Ehefrau gehabt haben soll, das ist schon echt krass, oder? Gibt es eine Stelle, wo das explizit diese Klarheit und diese Akzeptanz ausgerückt wird? Also ich habe die Bibel nicht gelesen. Es gibt auf jeden Fall eine Stelle, wo dann eine Prostituierte zu Jesus kommt und sie auch erst von anderen weg abgelehnt wird. Und Jesus dann auch sehr deutlich, also ich weiß nicht, ob er es sagt, aber sie halt zu sich bittet. Und ich lese das so, dass es halt wirklich auch da um die Akzeptanz geht. Und hier sind wir auch schon beim Problem. Die von mir erwähnte Frau, die kommt zwar in der Bibel vor, aber es ist eigentlich gar nicht klar, ob das nun Maria Magdalena ist oder nicht. Das ändert aber gar nichts an der Message, nämlich dass Jesus sich mit Menschen getroffen hat, die ihren Körper für Sex verkauft haben. Und dass Jesus trotzdem zu diesen Menschen hingegangen ist und sie eben nicht ausgeschlossen hat. Das finde ich gerade nachdem ich André getroffen habe, umso wichtiger. Sexarbeit ist nichts Verwerfliches und wir sollten deswegen keinen Menschen ausschließen, sondern im Gegenteil sie mit offenen Armen willkommen heißen. Und das kann so aussehen. André, der dreieinige Gott, Gott das Elternteil, Jesus Christus und die Heilige Geistkraft, segne dich und behüte dich. All dein Fühlen, Denken und Handeln geschiehe im Frieden Gottes. Amen. Mir war auch spontan dazu zu sagen, nee, das machen wir jetzt nicht, das wird mir jetzt zu viel. Dann habe ich gedacht, erstmal hat er sich auf mich eingelassen, jetzt mache ich das auch mal andersrum. Und die Motivation fand ich jetzt großartig, weil es geht um, na, es geht, also es ging, so wie ich das verstanden habe, ging es bei dieser Segnung um eine Akzeptanz, um eine Deutlichmachung, dass ich ein Teil von allem bin. Das finde ich toll. Der Irrtum, dass Maria Magdalena besagte Sexarbeiterin ist, der geistert schon eine ganze Weile durch die Welt. Um genau zu sein, über 1000 Jahre schon. Schuld daran ist nämlich Gregor der Große. Der war Papst so um 600 nach Christus und der hat drei verschiedene biblischen Figuren zu einer zusammengedacht. Besagte namenlose Sünderin, die Jesus die Füße gewaschen hat, Maria aus Magdala und Maria aus Bethanien. Und wenn ihr jetzt genau aufgepasst habt, dann fällt schon eine Sache auf. Wir haben das für euch hier mal bildlich dargestellt. Und ihr seht, da gibt es einen feinen Unterschied in den Nachnamen. Das einzig Negative, was über Maria Magdalena wirklich in der Bibel steht, ist, dass sie 7 Dämonen hatte. Und selbst dann ist von 7 Dämonen zur ehemaligen Sexarbeiterin doch noch ein ziemlich weiter Weg, der zu gehen ist. Ich verstehe umgedreht die Leute nicht, die dann halt irgendwie aus einer vermeintlichen Bibellektüre halt eine krasse Ablehnung von Sex lesen, weil es nicht viele Stellen gibt, aber die Bibel jetzt halt durchaus auch
als Sex-Positive-Buch verstanden werden kann. Ja, wenn man es so liest. Genau. Und nicht, wenn man es so liest, sondern eher gegenteilig, dass ich eher Probleme damit habe, die Stellen rauszulesen, die dann von Evangelikalen genutzt werden, um halt sowas zu begründen wie kein Sex vor der Ehe oder eine komplette Tabuisierung von Sex, was einfach tausendmal ungesünder ist, als offen damit umzugehen und das zu machen, was wir jetzt hier gerade machen, das gegenseitig kennenlernen und zu merken, hey, Sex ist ein ganz normaler und gottgewollter Teil von unserem Leben. Und zwar in allen Spielarten. Wenn also Sex ganz normal zum Leben dazugehört und Maria Magdalena nun eben nicht eine ehemalige Prostituierte war, dann bleibt doch eigentlich noch die zweite These über, nämlich These Nummer 2, Maria Magdalena war die Ehefrau von Jesus. An der Stelle lohnt sich dann wirklich ein Blick in die Apokryphen. Das ist sowas wie die Hardcore-Fanlektüre für die, die die ganze Bibel schon auswendig können. Ein bisschen so wie das Silmarillion bei Herr der Ringe. Also ein viel zu kompliziertes Buch, was aber trotzdem bald von Amazon verfilmt wird. In den Apokryphen finden sich tatsächlich noch mehr Stellen über Maria Magdalena. Unter anderem hat sie da ein ganzes Evangelium bekommen, das Maria-Evangelium. Und außerdem kommt sie noch im Thomas-Evangelium und im Philippus-Evangelium vor. Und zwar jeweils als Lieblingsjüngerin von Jesus. Und Lieblingsjüngerin, das klingt doch erstmal so, als würden die damit durch die Blume sagen wollen, das ist die Ehefrau von Jesus. Das ist aber eher unwahrscheinlich. Dazu muss man sich jetzt das Umfeld, in dem diese Texte entstanden sind, genauer angucken. Und das war ein asketisches Umfeld. Gemeint ist damit ungefähr das, was im Museum auch gilt. Drüber reden, ja, anfassen, nein. Mit körperlichen Dingen hatten die es also so gar nicht. Grund dafür war die Endzeiterwartung, die damals alle hatten. Also die sind davon ausgegangen, dass die Welt relativ schnell zu Ende geht. Und wenn man so dieses The End is Near Mindset im Kopf hat, ganz ehrlich, dann ist der Kinderwunsch so ungefähr das Letzte, was man gerade im Kopf hat. Wir kommen also an dieser Stelle zu dem enttäuschenden Ergebnis. Maria Magdalena war weder die Ehefrau von Jesus noch eine ehemalige Prostituierte. Und mich interessiert jetzt, wie ist das eigentlich bei euch? Kennt ihr Sexarbeiter oder Sexarbeiterinnen? Sind die bei euch in der Gemeinde und wie steht ihr dazu? Ich freue mich darauf, die Kommentare von euch dazu zu lesen und mit euch darüber zu diskutieren. Ich finde, Sex und Sexarbeit sind ein ganz normaler Teil von unserem Leben. Und Menschen, die diesem Gewerbe nachgehen, sollten ganz selbstverständlich Teil von unserer Gemeinschaft sein.